Hallo, ich begrüße Sie. Heute geht es um Lerneinheiten für Migranten und Flüchtlinge, die hier beruflich aktiv werden wollen. Aber bevor wir da was zu sagen, begrüßen wir Sie erstmal. Mein Name ist Konrad Rennert. Genau, und mein Name ist Karl-Günther Frisch und ich begrüße Sie auch recht herzlich an allen Empfangsgeräten, die Sie eingeschaltet haben. Ja, man sieht es uns an, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir sind so alt wie unsere Kanzlerin, das heißt für diejenigen, die politisch weniger versiert sind, das ist das Jahr, wo Deutschland erstmal Weltmeister wurde, als wir geboren sind. Wir kennen uns seit der Schulzeit und seitdem hat jeder von uns seine vielfältigen Berufserfahrungen gesammelt und die geht es jetzt zu verwerten im Dienste der Flüchtlinge. Erfahrungen sollen weitergegeben werden. Ja. Genau, und deswegen möchten wir uns auch an unsere Berufsverbände wenden und karitativen Einrichtungen, die sich dieses Video mal anschauen sollten. Denn Konrad Rennert ist der langjährige Ausbilder und hat diese Idee entwickelt und möchte die jetzt nun genauer präsentieren. Ja, das war, wenn man das jetzt nochmal kurz erwähnen will, das Karriereenglisch der Ruhr-Universität Bochum. Da wurden dann Handreichungen gegeben für Studenten, die im Ausland sich bewerben wollen und Fachvokabular brauchen oder was dann noch viel relevanter ist im Bereich der beruflichen Bildung. Das ist das Elektroenglisch, was ich da kennengelernt habe, als ich in Hamm Ausbilder war. Dieses Elektroenglisch, da wurden immer wieder kleine Texte zur Einleitung geboten und dann das Vokabular, wo es drauf ankam, was die können mussten. Das wurde dann angezeigt und da hab ich dann auch die Verlegerin gefragt, ob wir das verwenden dürfen. Sie hat zugestimmt und das hat sich als sehr gut herausgestellt. Das wird hier sogar eingeblendet. Ne? So, und wie das nun mal auf dem Bau der Fall ist, auch an dem ich ja beruflich komme, gibt es in jedem Gewerk, im Bauhandwerk einen berufsspezifischen Fachjargon, dieses berühmte Fachvokabular. Das wollen wir aufgreifen und neben dem allgemeinen Deutschkenntnissen, die zu erwerben sind, zusammenführen und gleichwertig betrachten. Denn das ist wichtig für die Menschen, die in ihrem Beruf dann aus ihrem Beruf in diesen neuen Beruf hier in Deutschland arbeiten möchten, auch Voraussetzung ist. Ja, das ist, muss man dazu sagen, diese Voraussetzungen werden natürlich nur die erfüllen können, die hochmotiviert sind. Ja. Wer immer alles gesagt bekommen muss, der wird sich nicht mit einer Lernplattform beschäftigen. Aber wenn man jetzt sagt, vielleicht sind 10% von den Flüchtlingen, die herkommen, hochmotiviert und denen gilt unser Angebot. Das heißt, sie sind in der Lage, sich zunächst ein Video anzuschauen, zu sehen, worum geht's. Dann wird in dem Video eben Untertitel eingeblendet, ne, in der Sprache, die er sich auswählen kann, Arabisch oder Farsi oder was auch immer. Das werden wir dann auch entsprechend bereitstellen. Dann wird nach dem Video das Ganze auch als Text bereitgestellt und zusätzlich das Fachvokabular wird aus diesem Video extrahiert, damit man dann hinterher eben testen kann, kann ich diese Begriffe, die ich da im Deutschen gelesen habe, auch zuordnen, weiß ich die in meiner Sprache einzuordnen. Und das ist also eine Sache, die funktioniert nur, wenn man eben Menschen mit Eigeninitiative hat, die also auch bereit sind, sich auf sowas einzulassen. Genau, und im Ergebnis wird es quasi sowas sein, wie die Idee eines Computerführerscheins, hier nur mit spezifischem Fachvokabular, mit der Tiefe, der berufsspezifischen Tiefe und der möglichen Breite über die Gewerke hinweg. So kann man das vielleicht aufbauen. Genau, genau. Das, was da also von uns geplant ist, das ist, wir werden, wenn es jetzt die Gewerke betrifft, wir werden ein Video präsentieren, wo es um die Tätigkeit geht, damit also die Zuschauer auch sehen, was ist dann da jetzt Gegenstand, und da werden dann auch Dialoge oder Erklärungen im Deutschen vorgenommen. Dann wird das Ganze als Text aufbereitet, so wie ich das eben bei dem eben genannten Elektroenglisch gesehen habe. Ja. Und dann gibt es eben Vokabular, was dann also auch als Selbstlernkontrolle fungiert. Und das ist also dann also auch schon eine Überprüfung, die man dann hinterher auch den Firmen vielleicht an der Hand geben kann, damit sie, wenn sie jetzt Bewerber haben, die zum Praktikum oder zum Ausbildungsplatz sich bewerben, dass die eben nachweisen, ah, wir haben auch dieses Know-how.
Genau. Und dieses Know-how ist wichtig für den Prüfenden, für deine Selbstkontrolle als auch für die Firmen. Und wir möchten uns hier als Blue Pages GmbH mit unserem Know-how darstellen und suchen Herausgeber und Verleger, die sich dieses Themas annehmen und in Form einer Win-Win-Situation, denke ich, für beide sich hier erklären und weiterentwickeln können. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen eine Win-Win-Situation. Wir haben das Know-how, aber wir haben keinen Namen. Und diesen Namen hat vielleicht ein Berufsverband, eine Handwerkskammer oder eben eine karitative Einrichtung. Und das, was wir also da vorhaben, das wird dann auf unserer Webseite im Detail erklärt. Also wollen wir also jetzt hier nicht ein Video ganz breit treten. Da liest man besser, was wir da auf der Webseite geschrieben haben. Ja, ich denke, das reicht für den Anfang. Dann danken wir Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen und viel Spaß noch.